Während der vergangenen Wochen sind tausende Menschen aus den von Dürre betroffenen Gebieten nach Mogadischu geflohen. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen bekämpfen dort die tödliche Kombination von Masern und akuter Mangelernährung bei Kindern, die in den Lagern leben. Medizinische Teams untersuchen die Kinder auf Mangelernährung und versorgen sie mit therapeutischer Nahrung und Vitaminen. Die am schwersten mangelernährten Kinder kommen auf die Intensivstation. Ärzte ohne Grenzen hat im Zentrum Mogadischus zwei Ernährungszentren mit Intensivstationen eröffnet, in denen insgesamt 100 Kinder aufgenommen werden können. Bislang wurden hier bereits über 300 Kinder behandelt. There is a lot of malnutrition and we attribute much of this malnutrition to the misses. Im Hudan-Zentrum leiden mehr als 50% der schwer mangelernährten Kinder an Masern. Um die weitere Ausbreitung von Masern zu verhindern, haben die Teams von Ärzte ohne Grenzen in den vergangenen Wochen mehr als 30.000 Kinder geimpft. We vaccinate 6 months up to 15 years. We give 1 year up to 15 years albendazole vitamin. That's the warming the children. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen impfen täglich fast 1.500 Kinder gegen Masern, um den schlimmen Kreislauf von Masern und Mangelernährung zu stoppen.